Okay. Ich habe hier zwei gewöhnliche Gürtel. Du hast aber schon einen, ne? Ja, ich habe halt alles mitgenommen. Wie gesagt, weil ich halt noch nicht weiß, für was das so ist und was man damit machen kann. Das hab ich eigentlich. Ja, alles. Bis dann nur das Dach. Sehe nichts. Uah. Alter! Hast du ihn auch gehört? Ich habe ihn sogar gesehen. Vor allem, wie weit der mich nach oben katapultiert hat, das hat. Ach so, wenn du Fackeln brauchst. Stehen hier ein paar, ja. Steht eine halbe Million. Wo ist denn? Was ist denn Ah, das da da hinten. hinten? Gummisch. Sieht aus wie ein Baum, ne? Wo bist du jetzt denn? Ja, das schwebende Ding hier, was so leuchtet, das kann ich auf jeden Fall mit Thermometer abscannen. Da kriege ich ein paar Aspekte. Und ansonsten, achso. Ich habe jetzt noch eine Fackel, entweder da müssten wir hier außenrum alles abbauen. Ich würde Aber ich würde sagen, sagen, reicht schon anfangen. dreimal gestorben in der Aufnahme. Top. So, ich mache jetzt mal hier einen Kleider an. Hast du deinen Kleider jetzt eigentlich schon drauf? Ich habe meine Kleider mit, ja. Also ich renne jetzt hier und springe und fliege Richtung Licht. Mach's mit. In der Hoffnung, ich bin nicht zu lange im Dunkeln. Gesagt, ich weiß halt nicht, wie sich das auswirkt. Wie lange das dauert, bis du hier hart krepierst. So, springen und fliegen, ja. Das ist natürlich. Wie viel XP hier rumliegen? Naja. Ich habe jetzt gerade mal ein Dings angemacht. In Magneten angemacht. Da bin ich wahrscheinlich doch zu hoch. Bist du noch hinter mir? Mit etwas Abstand. Punkt A, weil ich nicht so hoch springen kann. Und Punkt B, betteln. Also, ja, ich glaube, wenn du Rennen drückst, kommst du, glaube ich, nicht so weit. Ja, mit normal laufen kommst du, hab ich auch das Gefühl, dass du da am Hatte weitesten ich kommst. das Gefühl bei dem Kleider, wenn du Rennen drückst, dass der Ja, da geht immer so. eher absackt. Was Das ist hier in Höhlenskelett. Höhlenskorpion. Au, 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 Auch au, eine au, irgendwas hat Sparte. mich gehauen. Gehauen, gestochen, gebissen, au, 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 au. Hässlicher kleiner Zombie. Nicht reagieren! Scheiße. Ich bin von Weitem mit dem Kleider gesprungen und habe gehofft, dass ich es treffe. Hier unten ist schon geil. Trotzdem. Ja, es ist hart, ist schon heftig hier unten. So, jetzt das erste Mal mit dem Portal zurück. Den Weg kennst du noch gar nicht. Auch mein Schwert tötet dich beim ersten Hit. Ja, ist ja gut. Ich hab's mal eingesteckt, sicher ist sicher. Muss mir doch ein eigenes bauen, scheiße. Vor allem habe ich ja in meiner Taum, in meinem Taumrucksack, Leersamen. Machen wir jetzt Vielleicht mal noch. die ganzen Gürtel und so da reinholen. Ja, ich würde auf jeden Fall gleich nochmal in mein neues Zuhause gehen. Lass mal hier schnell ein bisschen was hier reinklappen ins ME-System. Also machen wir noch was. Das. Warum, du willst mal aufhören? Ja, quasi.
Mythe? Menschliche Bedürfnisse. Ach komm. Der Deluxe Cheeseburger ist bestimmt, genau, der ist wieder weg, wenn ich ihn esse. Läuft. Ich habe vor uns auch irgendwas gegessen, aber Cheeseburger, Speckburger, Spezialburger. Hast du dein Taumo-Gerät Ja. am Start? Habe ich. Den hätte ich dir auch geben können. Aber hattest du schon. Check. Also, der ja, wusste halt nicht, ob wir den schon mal hatten. Schon die ganzen Scherben hier wieder rausholen, fällt mir ein. Wir haben hier drin immer nichts zu suchen. Die kommen hier in die Daumenkiste. Quarz kannst du haben, das ist. Juhu! Ich weiß nicht. Ja. Was ist das? Jetzt. Enderlin, die Samen, hab ich schon geskinnt. Na, das sollst du mitnehmen. Achso, auch gut. Danke. Ich brauch sie ja nicht. Taum. Guck mal hier. Was ist denn das? Guck mal, heb mal auf, das ist ja Samen. Ich an der Kiste stehe, geht das blöd. Das ist ein Samen von irgendeiner anderen Mod. Den habe ich letztens irgendwann mal gefunden. Extra Biomes XL. Ah, das war der, den der. Ja, ich weiß. Kannst du mich dran erinnern. Extra Utility. Tudum. Also unten. Und die da kann man bestimmt Fettkrieg anzetteln, weil das. Ja. Also eine Mobform da unten bauen, da brauchst du kein Dings. Endlos Bornrade. Ja, was passiert denn, wenn du da so eine verfluchte Erde ins Diebs auch gehst, wo die Bornrade ja sowieso schon los ist? Kannst du machen, wenn ich hier in der Welt bin. Oder du musst dort eine voll funktionsfähige Monsterfarm bauen. In Peaceful. Und muss dann erst hier, also musst du halt Tesseract dranhängen und so. Und musst erst umschalten, wenn du hier bist. Die Monster. Monstren. Ja, aber. Jetzt hab ich keine Ahnung, wo ich die Rüstungen hingeworfen habe. Welche denn? Alle. Ich hatte ja mehrere mit. Ich bin oben. Hab ich doch geguckt, dass du hochgelaufen bist. Irgendwie habe ich jetzt im Chem-Rucksack, finde ich gerade mehr die Rüstungen. Ach, warte mal, wo ist denn? Die Dia-Rüstung oder was? Ja, die verzauberte Diamantenrüstung. Ah, gut. Check, hab's ja. Ich hab's ja in die Truhe gehauen. Wo bist denn du? Ja. Ja, wenn ich dich nicht sehe und du sagst hier, ist es ungünstig. Du dass du hier sagst. Du stehst ganz oben. Ne? Mhm. Ich seh dich nicht. Du bist im Keller. Da oben. So, warum bist du hier oben? Achtung, ja, ich bin vorhin. Creeper. Ja, die hier machen ja keine Probleme. Hier ist ja alles bei One Hit Down. Komm mal mit. Ich zeig dir mal einen Trick. Achso, du kannst nicht ganz so hoch springen, dann geht's vielleicht bei dir noch nicht. Aber fast. So. Von hier Gleiter aktivieren. Und dann kann ich nämlich hier in einem Rutsch vor meiner Haustür so. Ja, am Berg vorbei zielen. Leicht rechts abbiegen. Ich bin ungefähr zwei Blöcke hinter dir. Also ich könnte gerade so bis hinkommen. Ich muss nochmal über dem Eingangsbereich die Dings ausschalten, sonst klatsche ich gegen die Wand. Ich bin bis hierher gekommen. Komm, komm, komm! Hast du Angst oder was?
Treff die Tür nicht! Lass mich rein! Ja, aber wenn das mit Block der Mensch nicht aus ist, ist es blöd. Ach so, ja, wir sind ja jetzt eh wieder hier und das wäre mir jetzt einfach zu schade. Ich mach's aus. Ja, eigentlich wollte ich jetzt in der Aufnahme noch was bauen, aber wenn sie jetzt schon aufhören will, dann hat sich das erstmal erledigt. Dann zeige ich euch erstmal noch meinen provisorischen Weg. Also das ist mein Haus, haben wir ja gezeigt, ne? Mhm. Ja. Das war mit drin. Aktuell geht's hier nach unten. Mhm. Das ist mein aktiviert. Und hier will ich dann mit, wie hießen sie? Reiseanker. Reiseanker? Reiseanker bauen. So. Und dann da oben irgendwo den lackieren, da oben hinstellen, dass man dann hier runterporten kann. Und dann wahrscheinlich auch von hier aus in die ganzen Richtungen. Aktuell ist halt nur dieser Raum ausgehoben. Ich habe auch jetzt gesehen, hier sind noch so ein paar gelbliche Flecken. Da muss überall noch ein bisschen Licht hin. Die Eingänge hier sind alle noch nicht benutzt. Und der Eingang ist benutzt. Die Türen sind sehr, schwer. Ist ja da toll. Ist vierfach komprimierter Bruchstein drin. Aber die Türen kommen auch vom Design. Ja, deswegen ist auch hier mit der Spitzhacke draufhauen. Die geht nicht gleich kaputt. Mit deiner Spitzhacke geht es ein bisschen schneller, denke ich. Ja, machst du nicht kaputt. Und bei mir sieht man jetzt, ich weiß gar nicht, ob man bei dir sieht, wenn du eins vor die Tür hältst, geheime Druckplatte. Oder steht da bei dir auch Laborblock? Laborblock. Ja, Laborblock. Weil das sind mit diesen unsichtbaren Steinen gemacht. Mhm. Dass sie halt gleich aufgehen. Dann sind hier zwei Wege. Also hier kommt dann ein Raum, der wird von hier aus ein Stück nach hinten und nach rechts gehen. Hier ist ein Raum, da sehen wir es schon. Der geht bis hierher. Also hier kommt definitiv eine Wand, weil dahinter ist schon was anderes. Und geht nach da. Da weiß ich noch nicht, wie ich die Aufteilung mache. Ich will es ja diesmal ein bisschen so machen, dass vielleicht kommt auch hier schon die Bärenfarm hin. Und dann kommt aber alles, was Farm ist, hier hin. Da kommt die Enderlily-Farm auch mit dahin. Vielleicht doch ein bisschen größer wie jetzt. Dass halt die Schlacke alle komprimiert abgepumpt wird, direkt in den Schlackeboiler. Ja, und zur Stromversorgung des kompletten Servers habe ich die Tür hier mal ohne Fenster gebaut. Ist dasselbe Problem mit den gelben, hier habe ich es vorhin schon gefixt. Ja, da war ich ja zwischendrin da. Ja. Das hier unten sind alles Labor, also hier ist eigentlich alles aus Laborblöcken. Unterschiedlich geschüsselt. Das sind halt emaillierte, hier oben sind emaillierte. Genau, da habe ich mit den Zimmermannsrampen gearbeitet. Ja, und in dieses Loch kommt der Reaktor. Der wird aber groß. Ja, das ist ein bisschen größer wie der jetzt. Mhm. Weil ich die Innenkante des Reaktors 5x5 wollte. Demzufolge ist hier das Loch 7x7. 7x6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Ja. Hat sich aber immer verzählt. Nee, das, eigentlich ist ja, das war das hier mit dem, hier war der Hans-Hanf gerade da. Die Treppe hier runter, das ging vorher eigentlich ungefähr hier gerade rüber. Und dann wollte ich hier wie so eine Brücke drüber bauen und wollte das eigentlich erst noch größer bauen und rechts und links einen Reaktor hinstellen. Da das aber gar nicht so weit unter der Oberfläche ist, habe ich dann nach oben hin Probleme gekriegt und seitlich. Hier ist so überall Wasser drüber, da rechts und links. Deswegen habe ich das dann so und da hat das mit der Treppe hier schon zufällig genau gepasst. Hm. Mal jetzt eine ernste Frage. Wie lange willst du noch machen? Ja. Wir platzen nämlich einen kleinen Schlauch. Massiv. Nur das. Jo, dann, dann würde ich sagen, war's das für heute erstmal. Für das.
Bis zum. Ja, bis in die nächste Aufnahme, wer ich mir hier was ausgedacht haben. Ganz hektisches Was ich Tschüss. hier mit dem Reaktor mache. Und ja, wenn die Kameras jetzt aus sind, werde ich Hans dann erstmal killen. Tschüss. Tschüss. Okay, ja, ciao, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis die Tschüss. Tage. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Heute, Mahlzeit. ein Tag später. Yeah. Bei euch müsste es jetzt gerade die andere Folge vorbei gewesen sein. Und ja, ich habe ein bisschen umgebaut. Hier sind nochmal zwei Enderflux-Kristalle dazugekommen. Und gestern, direkt nach der Aufnahme, ist mir mein Fehler aufgefallen mit dem eruptiven hier Distruder-Resonant, warum der nicht schneller lief. Ich habe die Upgrades vergessen reinzutun und zu bauen. Die sind ja recht günstig. Ich gucke jetzt mal hier das teuerste an. Das teuerste ist pneumatischer Servo, 4 Goldbarren und 2x Stein, 2x Obsidian. Kostet quasi nichts. Und jetzt macht er an derselben Geschwindigkeit pro Tick quasi, macht er jetzt 64 Bruchsteine. Deswegen ist der Auto-Crafting-Table hier auch voll. Voll Und ich angegriffen. kann es mal kurz mit dem Schlüssel zeigen. Da kann man ja hier durchgucken. Ich habe jetzt übrigens hier so Verkleidungen gebaut. Ist hier hinten noch einer versteckt. Der fängt immer alles, was drüber stößt, über das vorne voll, fängt er ab. Ich habe es noch nicht anders eingestellt gekriegt, aber läuft jetzt auf jeden Fall wesentlich schneller. Und ja, hier kommen relativ schnell jetzt die vierfach komprimierten dazu. Sieht ja hier, zack, kommen die einfach komprimierten und gehen die doppelt komprimierten raus. Läuft jetzt schon ein bisschen schneller. Das ME-System ist umgezogen, weil ich es halbautomatisch was gebaut habe. ME-System steht jetzt hier. Hier ist die Kristallwachstumskammer dran. Da habe ich heute noch ein paar Kristalle gezüchtet. Und ich brauchte geladenen Certus. Habe das Ladegerät gebaut und den normalen Certus hier reingesteckt. Und dann muss man ja immer einen rein, warten, bis der voll ist und rausklicken. Das habe ich halt umgangen. Habe hier oben die Kiste. Kann ich mal kurz zeigen. Certus-Kristall, genau, ich habe noch ein Stack durchgelassen. Den einen Certus-Kristall nehme ich, lege den hier oben rein, der wird rausgezogen, bleibt hier drin, bis er geladen ist, geht in die Kiste, dann ist an der Kiste ein ME-Importbus an der ME-Leitung und dann fluppt der hier rein. So, mehr habe ich eigentlich jetzt noch nicht gemacht. Achso, doch, ich habe hier hinten endlich mal das Öl von der Expedition umgewandelt. Das ist auch jetzt gerade fertig geworden. In Brennstoff. Alles was? Check ich. Nicht, dass ich den Brennstoff bräuchte, aber ich habe mal wieder die 512.000 MB den Tank leer. Ach, siehst du, ich baue das immer mit dem. Ich baue immer die Leitungen mit der Spitzhacke ab. Muss dann halt übelst vorsichtig sein, weil es die ja so ruckzuck wegkloppt. Die kannst du mit dem Schlüssel, den du dir gerade bei mir angeguckt hast, mit dem kannst du die abbauen. Einfach Shift-Rechtsklick und dann baust du die ab, machst nichts kaputt. Das ist relativ geil. Wolken. Das fliegt weg. Die Feder tun wir mal rein. Die brauche ich für irgendwas. Man sieht, mein Steinbruch läuft immer noch. Ja, ich habe meinen gestern nach der Aufnahme abgebaut, habe gezählt, der war 15 mal 25. Also war doch größer gesteckt, wie ich dachte. Stand halt eine Weile. Hatte ich schon wieder verdrängt. So, jetzt baue ich mir meine ersten Reiseanker. Was fehlt uns denn? Das war klar, dass der fehlt. Wir brauchen pulsierender Kristall. Eins, zwei, drei. So, da haben wir erstmal drei davon gebaut. Nicht gut. Ah! Das ist geil. Auf die Entfernung jetzt gerade hier relativ sinnlos. Aber das wird dann schon. Das hab ich natürlich nicht. Ich wollte eigentlich, bevor ich die baue, noch gucken, was die für eine Reichweite haben. Weißt du das zufällig? Negativ. Ach nee, du hast ja letztens dich sogar aufgeregt, dass die nur, weil du dachtest, die haben hier
weiterer Reichweite. Ich will ja jetzt drüben in meinem neuen Haus weiterbauen. Baue quasi jetzt hier schon mal ein bisschen was noch ab. Ja, hier habe ich gerade mal was probiert, das zu automatisieren. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil man braucht ja immer zwei Teile grün, ein Teil braun. Das baue ich dann drüben wahrscheinlich nochmal, wenn ich ein bisschen mehr Platz habe, mit Enderleitungen und mache zweimal grün Input, einmal braun Input und hoffe, dass dann das Mischverhältnis immer passt. Und hier lasse ich halt mit einem Itemfilter nur Kompost rausziehen. Und dann kommt halt hier nur Kompost raus. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich war ja Und hab gerade bei schon. dir. Ach so, ich habe ja hier gerade einen Prank, einen richtigen Fail gehabt. Ich habe gestern nach der Aufnahme noch geguckt, was mit meinem Thermometer passiert ist. Habe in der Aufnahme gesehen, ich habe das erfolgreich hier hinten in die Kiste getan. Ich habe es jetzt schon rausgenommen, hier waren ja diese Mysterien drin. So, habe ich das rausgenommen, erfolgreich. Ja, hab das vorhin gerade mit dem Hansi so gequatscht und hab die restlichen Mysterien rausgenommen. Fuchs, wie ich bin. Dachte mir, okay, Server ist eher friedlich gestellt. Mach sie jetzt einfach noch leer. Hab die auf den Boden geklatscht. Und so wie ich das zweite Mal klicke, fällt mir ein, fuck, heute Mittag hast du es nicht gemacht, weil da können ja Fledermäuse mit TNT rauskommen. Da kam eine Fledermaus mit TNT raus. Und hat hier die Glory Hole hinterlassen. Naja. Ist Was ja soll's? eh. Du wolltest gerade irgendwas sagen, bevor ich reingekretscht bin. Ich suche gerade hier Färbemaschine. Im Die heißt Färbemaschine. Konfiguriert. Ja, eigentlich kann ich auch noch Ender.io. Färbemaschine. Färbemaschine gucken. Maschinenhülle. Elektrischer Stahl. Scheiße. Hasen? Ich habe nicht mehr so viel elektrischer Stahl. Ah. Sehr einfach zu craften. Ja, hier habe ich gerade einen Mechanismus gebaut. Einen einfachen Filter mit Sand, dass der hier den ganzen Sand aus der Kiste zieht und Silizium macht. Weil Einmal pulverisierte Kohle, ey. ich habe 5000, über 5000 Sandstein, knapp 5000 Sand. Da habe ich schon gedacht, komm, kannst du Silizium machen. Hier ist einiges abgehakt. Die Magnum-Fackel, Solar 2. Steht noch auf der Liste. Im neuen Haus Immersiv Start und der Baumeisterstab. Den Baumeisterstab baue ich eventuell jetzt. Ich brauche das geladene Teilungssiegel. Ich brauche einen Diamanten. Kohle, Eisen haben wir um. Jetzt muss ich erstmal gucken, irgendwas braucht schon noch Obsidian, glaube ich, ne? Obsidian. Für den Da, Start, da, ja. da. Ach, ein Eisenbahn. Ein Eisenbahn. Und muss gleich gucken, dass ich hier nicht einen Block von Kohle erwische. So. Baumeisterstab. Der labile Barren und ein Obsidian. Der labile Barren ging. Wieso zeigt's mir jetzt das Rezept vom labilen Barren nicht mehr an? Ah, so, doch. Die Genau. Nuggets. Diamant. Wie bitte? Einfach die Nuggets sind da noch. Oder machst du direkt den Baum? Ich mach den labilen Barren, um die Dings zu sparen. Die. Restlichen Verwendungen. Naja, ich weiß halt nicht, ob die Teilungssiegel danach kaputt gehen oder danach nur leer sind. Wenn wir sie nur wieder laden müssen, ist ja kein Problem. Machen wir das Ritual nochmal und gut. Also ich habe auch Aber noch zwei. ja, ich weiß ja nicht, was wir noch alles bauen müssen. Ja, ich habe 10 Sekunden Zeit, ich muss nur eh einen Barren verbauen. Soll ich erst rüberkommen, damit wenigstens einer was gefilmt hat? Ich hab ihn gebaut. Ich hab ihn gebaut, aber ich hab den Obsidianblock natürlich erstmal falsch gesetzt. Tü-tüm. Kurz. Okay, ich bin zurück.
Jo, der ist mega Porno. Kann ich den jetzt eigentlich schon verwenden? Ich brauche mal kurz Schalenstein, ein Stack. Und dann sollte der. Ja, ihr seht, der baut das so hier. Das ist mega krass. Kann man sich schnell große Flächen bauen, kann man sich aber auch schnell viel versäumen. Wir sehen hier, müsst immer einmal klicken und der baut mir hier die komplette Wand. So macht er sonst hier 3x3. Also ich könnte jetzt quasi hier meine Wasserlöcher direkt damit zusetzen. Zack, zu. Genau, hier habe ich ja auch schon einen Angler rausgerissen. Habe ich ja eigentlich schon gesagt, dass mein Steinbruch, da wo er aktuell steht, ziemlich viele Smaragden ausspuckt. Das hast du mir irgendwann geschrieben. Gestern oder heute stand das mal im Chat. Also ich Was denn habe jetzt hier? aus dem Steinbruch aktuell 47 Diamanten, ne? Und 54 Smaragden. Habe noch nie so viele Smaragden im Boden gefunden. Ist auch nicht, also das ist krass. Was ist denn das für ein Biom? So ein Hochplateau. Also was steht denn unter der Karte? Keine Steht ja jetzt Ahnung. immer das Biom. Wisst schon. Oben rechts hast du doch deine Karte. Ja, aber ich bin doch gerade nicht bei meinem Steinbruch. Ach so, sag das doch. Habe ich doch. Ja, auf jeden Fall. Was Vermutlich, war's? vermute ich, gibt es das in manchen Biomen mehr wie in anderen. Dingens. So, was muss denn hier noch alles neu geledert werden? Der wieder. Hier sind gebratene Fische drin, das muss ich auch noch ein bisschen. Da habe ich jetzt einen Weg gefunden, wie ich das ein bisschen entschärfen kann. Wenigstens ein bisschen. Mit dir braten Fisch. Ich weiß allerdings immer noch nicht, wie ich das im neuen Haus mache, ob ich mir trotzdem eine Wand anlege mit dem verdichteten Schubfächern. Oder? Bin ich echt noch am Überlegen. Oder ob ich halt einfach alles im E-System lasse. Aber, oder ob ich das halt so mache, dass ich wenigstens von jedem Rohstoff ein bisschen was da drin habe. Bei manchen Sachen bietet sich halt einfach nicht mehr an, weil Quarz würde nicht wieder da reinkommen, genauso wenig Diamant und Smaragd. Lapis auch nicht. Das würde alles im ME-System bleiben, weil brauchst du so selten, hast du so selten ein Rezept, wo du Blöcke brauchst. Da kannst du die auch schnell zusammencraften. Habe ich hier noch irgendwas von Klostein? Nee. Das ist mein nächstes Anliegen, Herr Hansan. Ja, bitte. Wir müssen schleunigst eine Hexe fangen und Hexen verknechten. Bono. Ja, also dadurch, dass ich ne, das alles mit dem bemalten Klostein mache, die Beleuchtung, brauchst du halt mega viel Glowstone. Und eigentlich finde ich das jetzt mit dem bemalten ganz cool. Ich könnte jetzt natürlich auch mit Carpenter, da brauchst du immer nur immer Staub. Aber Supreme Pizza, gescannt. Ich habe 0 Smaragde. Oh. Okay. Du hast mir das gestern zwar schon gesagt, was man eigentlich nur alles fürs ME-System braucht, aber da ich ein Gedächtnis habe wie ein offenes Fenster. Ja. Musst du das nochmal wiederholen?